Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum heutigen Heimspiel der HSV Usedom gegen Oranienburger HC. Endstand 27:27 und ich denke, wieder einmal Werbung für den Handball. Erst einmal großen Applaus trotz des Unentschieden für beide Mannschaften. Zu meiner Linken Trainer Darius Krey mit seinem Spieler Kevin Lux vom Oranienburger HC. Als erstes deine Spieleinschätzung einmal. Ja, danke. Schönen guten Abend. Erstmal danke für die geile Kulisse. Hat wirklich Spaß gemacht. Ist zwar war warm in der Halle auf jeden Fall, aber ansonsten hat es wirklich Spaß gemacht. Ja, wir kommen schwierig rein ins Spiel, beziehungsweise sind wir noch nicht so präsent, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Wussten schon auch aus dem Spiel gegen Bernburg, aus der Videoanalyse schon, was uns erwartet hier, auch mit der Halle dann, mit der Emotionalität, was uns erwartet. Und da müssen wir sagen, waren wir noch nicht so ganz da. Ja, und da muss man ehrlicherweise sagen, ist Usedom erste Halbzeit wahrscheinlich, wir gehen mit -2, glaube ich, in die Halbzeit, wenn ich genau 14:12. Gefühlt ist es irgendwie, weiß ich nicht, -5, -6 wahrscheinlich irgendwie. Das muss man ehrlich so analysieren. Und dann kommen wir ja 50 Minuten lang eigentlich überhaupt nicht ins Spiel. Und 50 Minuten lang sind wir auch nicht, eigentlich kommen wir überhaupt nicht in Frage für 2 Punkte oder für überhaupt für einen Punkt. Und dann machen wir es, da muss ich meiner Mannschaft wirklich ein Riesenkompliment machen, machen wir es von der Mentalität und von dem, was wir dann die letzten 10 Minuten spielen, auch vom Kampf, dann, den wir dann hinliefern, gegen die Halle, gegen Usedom, dann, das ist dann schon gut. Das muss man, da sind wir gewachsen in den letzten Wochen. Und deswegen bin ich mit dem Punkt, ja, ich sag mal, mit der letzten Minute weiß ich noch nicht, ob ich zufrieden bin. Wenn wir dann 40 Sekunden, 50 Sekunden vor Schluss einen Ball, den wir gegen Pfosten schießen kurz, wenn wir den einschießen, gewinnen wir wahrscheinlich das Spiel. So ehrlich müssen wir auch sein. Und ja, das haben wir nicht gemacht. Und dann, glaube ich, hinten raus ist es dann irgendwie gerecht, dann, dass wir unentschieden spielen. Aber riesen Kompliment an Usedom. Das, was ihr hier zu Hause abliefert, ist schon echt geil und macht schon echt Spaß, dann auch hier zu spielen. Und ja, dann den Punkt nehmen wir mit. Jetzt haben wir 2 Heimspiele. Das ist ein positives Gefühl, dass wir jetzt einfach 2-mal zu Hause spielen und dann gucken wir weiter. Danke erstmal für deine Einschätzung. Meiner Rechten unser Trainer Uwe Kalski mit seinem Mitspieler Florian Fink. Deine erste Einschätzung zum Spiel, Uwe? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite und wie gesagt, also Kulisse einfach überragend. Also für mich Zweitliga-Niveau, ja, von der Stimmung, und das hat uns natürlich heute auch getragen. Uns ist heute endlich der Start gelungen und ja, ich glaube, Darius wollte uns ein bisschen überraschen mit dieser 5-1-Geschichte und da konnten wir ganz gut drauf reagieren und haben dann auch Tempo endlich nach vorne gespielt. In der Abwehr kompromisslos, was unser Plan war, weil wir haben, ja, muss ich schon auch zugeben, 2 beeindruckende Spiele von euch gesehen auf Video, wo ihr sehr körperlich robust agiert habt und ich wusste und wir wussten, dass es heute nur über den Kampf geht. Ja? Und das hat meine Mannschaft heute sehr, sehr gut umgesetzt, die 2 Kämpfe gut angenommen und ich denke, auch wenn nachher die letzte Viertelstunde die kämpferische Marke überwogen hat, haben wir ein gutes Drittligaspiel gesehen, wo wirklich 2 Teams mit viel Tempo, mit einer guten Spielanlage agiert haben und ja, ich denke mal, insofern war es für euch alle auch ein guter Abend und ja, so wie der Verlauf jetzt am Ende war, bin ich auch zufrieden mit dem Punkt, weil ich sehe Oranienburg am Ende der Saison unter den Top 5 Teams, muss ich ganz klar sagen. Wenn da alles normal läuft, ganz klar. Dann habe ich noch eine Frage an meinen Neuzugang. Wie hast du dich hier wieder auf der Insel eingelebt? Was heißt eingehen? Also, ich war nie weg, so fühlt sich das an. Ja. Mit den Jungs hatte ich alltäglich Kontakt gehabt, als ich in Nürnberg gespielt habe, aber so, immer wenn man sich gesehen hat, ein richtig schönes Gefühl. Und ja, da habe ich es auch zustande gekommen, durch die alten Jungs, dass sie wieder zurückgekommen sind. Und ja, davor hatte ich nochmal Bock, wollte mit den Jungs hier nochmal was erreichen. Und ja, ich denke, dass wir eine richtig gute Truppe sind.
Die haben mich alle gut angenommen, kenne ich ja noch alle, also toll, toll, toll. Wir rocken nächstes Jahr. Uwe, du hast das letzte Mal zu mir gesagt, ich soll dich eventuell überraschen mit einer Frage. Wir haben ungefähr 12 Minuten vor Schluss, führen wir mit 4 Toren. Du bringst Paddy auf die Mitte und Florian sitzt fast die komplette zweite Halbzeit draußen auf der Bank. Und schnelle Leute sind teilweise auf der Bank. Ich habe eben Stimmen gesammelt aus dem Publikum, fachkundiges Publikum. Und die Frage ist, das Spiel wurde in den letzten 12, 13 Minuten vielleicht ein bisschen langsamer, aber wir haben das Potenzial, auf der Bank zu sitzen, die schnelle Wechsel gespielt haben. Wir haben es gesehen in der ersten Halbzeit, phänomenal, ihr habt uns alle begeistert. Aber in den letzten 12 Minuten, warum? Also aus meiner Sicht war an diesem Punkt die Abwehrleistung entscheidend. Alex Williams ist ins Spiel zurückgekommen, bin jetzt nicht so ins Detail gegangen, aber in der ersten Halbzeit ist unser Matchplan so aufgegangen, dass Alex sogar auf die andere Halbseite gewechselt ist und wir das so gut gelöst haben und Finki das so gut gelöst hat auf der Seite. Und ja, das hat dann in der zweiten Halbzeit nicht funktioniert. Ja, da waren 2, 3 Situationen in Folge, die unglücklich sind. Und dann kamen 1, 2 Dinge im Angriff hinzu und dann muss man halt versuchen, ein bisschen, ja, vielleicht auch einen anderen Impuls zu setzen. Ja, weil die Situation war so, dass wir wieder hektischer geworden sind. Also es war nicht der Knackpunkt +4, sondern es war ein anderer Knackpunkt, muss ich dazu sagen. Und am Ende wirft Carol das letzte Tor. Ähnlich wie gegen Bernburg. Ich hoffe, das wird jetzt kein Standardergebnis hier zu Hause. Jedes Mal 27-27 unentschieden. Aber selbst damit liefert ihr uns einen geilen Handball. Wir bedanken uns bei Oranienburg. Wir wünschen euch eine gute Heimfahrt. Schön, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, euch hat es wirklich riesig gefallen hier bei uns. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr im nächsten Jahr wiederkommt. Heißt, wir bleiben in der dritten Liga. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich lade Sie ganz herzlich ein zum nächsten Heimspiel am 7. Oktober gegen TSV Altenholz. Dankeschön und auf Wiedersehen.